so gedacht ist, dass Stiftung und GmbH zwei Teile eines gemeinsamen Organismus sind. Und deswegen finde ich es immer wieder toll, in dem Rahmen auch euch als Dialogpartnerinnen zu treffen, die Stiftung auch mit dem ISB immer wieder zu verknüpfen und diese Anlässe gut wahrzunehmen, dass das auch aus gemeinsamer Wurzel, aus gemeinsamer Kraft irgendwie nach vorne gehen kann. Und ja, ihr habt die Stichworte schon genannt. Wir haben das Buch geschrieben letztes Jahr. Eigentlich sollte es Anfang des Monats schon rauskommen, am 3. Mai. Wir haben jetzt gehört, dass es erst Ende Juni rauskommen soll, weil es Papierlieferengpässe gibt. Also da gibt es ganz unterschiedliche Infos. Aber es soll in diesen Tagen rauskommen zum Thema systemische Strategiearbeit. Und ich habe mich im Vorfeld tatsächlich auch nochmal besonnen und habe gesehen, dass wir schon 2018 ein Pionierlabor zum Thema systemische Strategiearbeit gemacht haben. Das zeigt euch nochmal, dass wir mit diesem, ja, vermeintlich neuen Thema dann doch schon ein paar Jahre unterwegs sind und haben dann so viel Ideen und Material gehabt, dass wir gesagt haben, wir versuchen das mal in ein Essential, so nennt sich das Buch oder die Buchreihe, zusammenzufassen, was uns ganz schön gefordert hat, weil da dann doch wirklich versucht werden musste, von unserer Seite die Essenzen unterzubringen. Und davon wollen wir euch heute ein paar Ideen erklären oder davon berichten. Ute hat es gerade schon gesagt, wir haben ja das jetzt an verschiedenen Stellen auch schon dargestellt, in der Stiftung, auch beim Symposium Nord in Hamburg letztes Jahr. Also diejenigen, die da teilgenommen haben, werden da natürlich auch einiges wiedererkennen. Und trotzdem ist es, glaube ich, ganz gut, über diese systemischen Aspekte von in dem Fall Strategiearbeit immer wieder zu sprechen. Und wir freuen uns, mit euch dann da auch am Schluss in den Dialog zu gehen. Ja, Andrea, ich gebe mal zu dir. Ja, vielen Dank. Danke für alle einleitenden Worte, liebe Susanne, liebe Dialogpartnerinnen, Kolleginnen und Kollegen. Schön, euch zu sehen. Und Thorsten hat es schon anmoderiert. Es ist ein Herzensthema, was wir jetzt hier schon seit vielen Jahren miteinander tragen und miteinander treiben. Und wir freuen uns sehr, wenn das in die Welt kommt und wir euch heute einen kleinen Ausschnitt dazu berichten können und alles, was es dann darüber hinaus noch an Fragen, Wünschen etc. gibt, meldet euch gerne. Ihr wisst ja, wo wir zu finden sind. Dann Startlöcher, oder? starten wir, oder? Ich mache mal hier meinen Bildschirm. Könnt ihr das alle sehen? Ja, gut. Also, die Susanne hat es angesprochen und eingeführt heute Morgen. Unsere Überschrift heißt für heute systemische Strategiearbeit als regiebasierte Organisationsleistung. Ich, als ich es nochmal gelesen habe, dachte ich, ja, das ist schon ein ziemlich akademischer Titel, aber es transportiert viele Aspekte, wesentliche Aspekte, die wir euch heute nahebringen wollen, nämlich, dass es eine aus unserer Sicht Organisationsleistung des Systems ist. Also wir machen in diesem Ansatz sehr stark, dass wir eigentlich auch zum Thema Strategiearbeit, wie wir das bei anderen Ansätzen unserer Profession auch sehen, eigentlich die Organisation mobilisieren müssen, mobilisieren sollten. Aber das natürlich nicht irgendwie, sondern in unserer Beschreibungsart regiebasiert. Das heißt, es braucht jemand, der diesen Prozess führt, der diesen Prozess betrachtet und auch gestaltet und dann so, das ist ja ein Aspekt, diese Regie mehr und mehr auch in die Hände der Organisation übergibt. Also das sind so, transportiert schon zwei, drei wesentliche Säulen unseres Verständnisses und da wollen wir euch auch später das Modell dazu zeigen, wie wir das denken. Und wir haben es jetzt so vereinbart, Andrea und ich, dass wir euch so ein paar Thesen gemeinsam vorstellen, euch da reinführen. Vielleicht sind die auch irritierend, vielleicht sind die auch mit Widersprüchen belegt. Dann wollen wir euch dieses eine Metamodell zeigen und dann ein Sechs-Perspektiven-Modell, was an verschiedene Aspekte nochmal aufgreift. Das ist so der Dreischritt, den wir mit euch durchgehen wollen. Andrea, magst du da auch noch an der Stelle was zu sagen zu den Thesen, vielleicht als Anfang? Ich starte mit diesen Thesen jetzt hier, mit Nee, These nur Nummer mit eins. zur Rahmung. Nee. Ich starte mit der ersten. Ich wollte nur dir Genau. Gelegenheit geben, dann noch was zu sagen. Ich finde, es ist wunderbar formuliert und das, was ihr heute hier nutzen könnt,
Was ihr gleich noch bemerken werdet, ist, dass wir euch hier mit unseren beiden Personen gleichzeitig zwar unterschiedliche Perspektiven auch immer ein Stückchen mit anbieten können. Und das haben wir auch gemerkt, dass das in unserer Arbeit an dem Buch immer wieder der Fall war. Thorsten ist wunderbar auf dieser ganzen Ebene der Metamodelle, der Didaktisierung und so weiter zu Hause und wird euch da ganz vielschichtig Dinge sagen können. Und von mir kommen dann vielleicht eher so die operativen Elemente. Wie ist es dann wirklich, wenn man das in Beratungsprojekten verwendet? Was sind denn da die Resonanzen der Kunden oder was haben wir da mit denen getan? Und wir haben gemerkt in der Arbeit, dass sich das immer wieder gut miteinander verzahnt und dass es dadurch auch irgendwie runder wird, wenn man beides so explizit in den Blick nimmt. Okay, vielen Dank für diese Rahmung. Noch erste Position, erste These. Strategiearbeit ist keine Elite-Disziplin der Strategen, in Klammern mehr. Das ist etwas, was wir auch im ISB-Rahmen bemerken und was Andrea auch gerade angesprochen hat, was sich auch in den Beratungsprojekten zeigt. Warum sind wir eigentlich damals auf dieses Thema gekommen? Das sind eigentlich zwei Impulse gewesen. Einmal merken wir es einfach mehr und mehr in unseren Curricula und deswegen haben wir es als Thema aufgegriffen, haben es heute auch schon integriert, dass das Thema Strategiearbeit, Strategieentwicklung und vor allem, da kommen wir später nochmal dazu, Strategieimplementierung heute ein viel größeres Thema ist, auch in der Teilnehmerrunde, in den Teilnehmerkreisen am ISB, in den Curricula, die vielleicht gar nicht unbedingt in der Hauptstrategieabteilung sitzen, die sich explizit damit befassen, sondern es ist ein Thema, was in der Organisation relevant wird. Und deswegen haben wir gesagt, lass uns das aufgreifen, weil es so viele beschäftigt und so viele auch antreibt und sie dazu auch am ISB nochmal systemische Perspektiven erlernen wollen. Und das zeigt sich heute zum Beispiel in einem Vertiefungskurriculum systemische Beratung. Da haben wir das integriert. Wir haben es in den Executive Circle als ganz eigenen Baustein. Da gibt es einen Zweitagesbaustein zum Thema Strategie, Praxis, Strategieentwicklung in der Praxis. Also wir haben dann gemerkt, das ist ein Thema, was in die Organisation gehört. Wird auch später nochmal aufgegriffen. Es ist kein reines, aus unserer Sicht, kein reines Thema für die sich explizit nur damit beschäftigen oder etwas, was man nur den Strategieexperten extern übergeben sollte, die dann reinkommen in die Organisation, dort im stillen Kämmerlein mit dem Leitungsgremium sich irgendwas ausdenken, ich überspitze es jetzt natürlich, und dann versucht wird, in die Organisation zu tragen, sondern es ist eine Disziplin, die in die Organisation verteilt, natürlich mit unterschiedlichen Rollen und unterschiedlichen Verantwortungen dazu in der Organisation zu verankern ist. Und ich glaube, das Gleiche zeigt sich dann auch in den Beratungsprojekten, die Andrea beschrieben hat, dass das einfach flächiger auch schon gedacht wird und wir dabei mit unseren Ansätzen versuchen zu helfen. Also, der Reinhard, der hier auch im Kreis ist, der hat letztes Mal in dem ersten Impuls in der Schmidt-Stiftung so schön gesagt, entschlipsen. Also es ist eben nicht nur die Spitze der Pyramide oder die Leitungsebene der Organisation und die dazugehörigen Strategiehäuser, die das häufig natürlich auch immer noch betreiben, sondern wir wollen es in die Organisation hineintragen. Und zwei, wir haben uns beschäftigt mit der Frage, was ist eigentlich genau Strategie und was ist Strategiearbeit und wo und wie und wann gibt es die? Und da gibt es auch sehr interessante Beobachtungen. Wir haben nämlich durchaus auch Organisationen befragt oder in Projekten mit Führungskreisen gearbeitet, also die Führungsmannschaft des Unternehmens oder des Bereichs. Wer kennt denn hier die Strategie? Wer weiß, was die Strategie ist? Und kriegten dann so interessante Antworten, dass über 70% dieser Führungsmannschaft der Meinung waren, wir kennen die Strategie gar nicht oder wir haben gar keine Strategie. Das zeigt schon ganz deutlich auf, wo das Thema da liegt oder wo dieser Schmerzpunkt da liegt. Also einen strategielosen Zustand gibt es ganz sicher nicht. Da sind wir absolut sicher, so wie alle anderen Experten, die mit Strategie arbeiten, auch. Strategiearbeit findet immer statt. Die Frage ist nur, in welcher Form. Es ist eine explizite Form, dass jeder darüber spricht, dass das sichtbar gemacht wird, dass ich es nachlesen kann, dass ich es auch hinterfragen kann.
Oder ist es eher implizit, Strategie am Küchentisch oder Strategie, der Alte weiß schon, was er tut? Also da gibt es ganz viele verschiedene Formen und jede Form hat auch Tücken und Fallstricke. Und wichtig ist aber zu wissen, wenn ein Unternehmen an der eigenen Überlebensfähigkeit arbeitet, jeden Tag, dann wird dieses Unternehmen oder die Führungsmannschaft in diesem Unternehmen strategische Entscheidungen treffen müssen. Und das ist alles subsumiert unter dem Begriff Strategiearbeit. Also diese findet immer statt. Aber wir werden da nachher ganz sicher auch nochmal drauf kommen. Wir gehen heute absolut davon aus, und das hat auch was mit VUCA-Zeiten etc. zu tun, dass eine explizite Strategiearbeit Vorteile hat gegenüber einer impliziten, was aber nicht heißt, dass implizit automatisch gleichgesetzt wird mit nicht erfolgreich. Unternehmen können sehr erfolgreich sein mit impliziter Strategiearbeit. Nur die Wahrscheinlichkeit, dass das langfristig weiterhin erfolgreich sein wird, nimmt in VUCA-Zeiten ganz sicher ab. Ja, damit verknüpft, Andrea, ja, ich übernehme die nächste. Damit verknüpft, strategisches Wissen liegt überall in der Organisation. Das passt ganz gut zu dem Punkt von Andrea, weil wir eben auch da, und das ist ein sehr systemischer Gedankengang, sagen, die Kompetenz liegt in ganz vielen, zu ganz vielen Themen im System. Und wir sind ja systemisch immer wieder daran zu arbeiten und bemüht, diese Ressource, diese Kompetenz, die da ist, freizulegen, zu schöpfen und auch zu nutzen für die Organisation. Und jetzt in Bezug auf systemisches Strategiewissen sagen wir, da gibt es ganz viele Bereiche, ganz viele Abteilungen, ganz viele Personen, die dazu Ideen haben, die dazu Ansätze haben, die draußen ständig mit den Kunden im Kontakt sind, die den Markt kennen, die die Produktentwicklungen und die Produktweiterentwicklungen und die Produkttrends kennen, warum die nicht nutzen. Und da sagen, und das bezieht sich dann eben sehr stark auf diesen partizipativen Ansatz, da sagen wir, dieses Wissen liegt in der Organisation, sehr systemischer Gedanke. Es gilt, dieses Wissen klug zu nutzen, klug einzubinden und natürlich auch mit Rollen und Verantwortungen zu versehen. Aber der Grundgedanke an der Stelle ist, die Organisation kann sehr stark das nutzen, was die Organisation auch über sich und über die Identität, über das, was die Organisation wirklich stark macht, was da in der Organisation vorhanden ist, nutzen, um daraus strategische Entscheidungen, strategische Leitplanken, strategische Schritte zu entwickeln. Und da gibt es natürlich noch vieles zu sagen, wie man das machen kann. Wir wollen in einem zweiten Schritt, in einem eher Praxisband, das auch nochmal genauer beschreiben, über Beteiligungsarchitekturen die Möglichkeit bieten, genau dieses Wissen aus der Organisation kommen zu schöpfen und dann auch klug in die Strategiearbeit mit einzubinden. Und es ist ganz erstaunlich, also wir machen jetzt gerade so einen Prozess mit so einer kleineren Organisation, die haben so 120 Mitarbeiter. Was da für Ideen kommen zu der Unternehmensentwicklung, zu dem Zukunftsbild, da gibt es natürlich auch tolle Ideen aus dem Leitungskreis, mit dem wir dann damals gestartet sind, vor jetzt ein paar Wochen. Und jetzt sind wir gerade so wirklich dabei, die ganze Belegschaft mit einzubinden. Und das ist einfach erstaunlich, was da zutage tritt, wenn man die Menschen auch fragt, wenn man sie in dafür passenden Formaten und Rahmen an solchen Prozessen beteiligt. Thorsten hat gerade schon gesagt, das Wissen liegt überall in der Organisation und der Begriff Verantwortung fiel auch schon gerade eben. Und ihr alle wisst, dass Verantwortung einer der zentralsten Begriffe ist, mit dem wir am ISB arbeiten. Also auch hier die Frage, wer trägt denn die Arbeit, die Verantwortung für Strategiearbeit? Und gibt es denn da nicht auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten? Also ich nenne jetzt nochmal das Wort Graswurzelbewegung, Guerilla, Strategie-Teams, die irgendwo tätig wären, etc. Das gibt es alles. Und trotzdem sind wir ganz klar der Meinung, dass die Verantwortung dafür, dass Strategiearbeit geleistet wird und auch wie Strategiearbeit geleistet wird, bei der Führung liegt, bei dem Management und nicht delegierbar ist. Also das Management kann
Formen gestalten oder Formen anbieten, in denen dann wieder Teams arbeiten können. Und das ist wunderbar. Und insbesondere, wenn es dann da diese Vernetzung gibt und das Wissen aus der Organisation auch genutzt werden kann, was nicht gleichbedeutend ist mit jeder muss immer mitmachen. Ja? Also jeder in der Organisation muss hier pausenlos im Strategieteam sein. Das ist auch eine absolute Übertreibung und das ist damit nicht gemeint. Aber als Management sollte ich den großen Blick dafür haben, in welcher Form Strategiearbeit bei uns in unserem Unternehmen gelebt und durchgeführt werden soll und dann dafür sorgen, dass die geeigneten Formen und Formate stattfinden können, mit Leben gefüllt werden etc. Und da kann ich dann natürlich ein Stück Verantwortung abgeben. Wichtig ist auch noch zu benennen oder anzuerkennen, dass es nicht funktioniert oder dass es keine aus unserer Sicht guten Ergebnisse gibt, wenn ich Strategie als losgelösten Sonderprozess betreibe und sage, hier, liebe Beratung XY, macht mal bitte. Das ist eigentlich eine ziemliche Perversion, weil wenn man diese Art von Strategieprojekten so extern durchführen lässt, dann heißt das in der sehr verkürzten Form, dass das Strategieexperten von außen, und es sind Experten, also die können viel zu dem Thema, das ist keine Frage. Aber die kommen und schauen sich mein Unternehmen an, in dem ich so lange Führung bin, Management bin, wo ich ganz viel weiß von diesem Unternehmen. Und da ist ja auch ganz vieles implizit, was als Wissen wichtig ist. So, und die kommen, analysieren es einmal im Schnellverfahren und erklären mir dann, wie mein Unternehmen funktioniert. Und was denn jetzt zu tun ist, um jetzt hier strategisch vorwärts zu kommen. Und das ist eine Verkürzung, die gab es und die gibt es immer wieder. Und man sieht aber auch die Probleme, die daraus entstehen und dass ein Unternehmen damit unter lange beschäftigt ist, um das dann wieder positiv zu verändern im Nachgang. Führt uns zu der nächsten Position. Der Mehrwert von systemischer Strategiearbeit liegt in ständigem Lernen und iterativem Arbeiten. Gerade dieser letzte Punkt, iteratives Arbeiten und nicht als losgelöster, mit großem Aufwand und in großen Rhythmen betriebener Sonderprozess ist es nicht, sondern wir werben dafür, dass sehr, wir haben auch noch eine Folie, das hat sie im Alltag zu verankern. Strategiearbeit ist tägliches Führungshandeln. Hier jetzt nochmal der Punkt, es ist eigentlich sehr viel sinnvoller, es in iterativen, kleineren Schleifen im Alltag, in kürzeren Zyklen zu betreiben und es nicht als großer Sonderprozess, als großes Sonderevent zu betreiben. Also ganz natürlich auch heute zeitgemäßer, auch ursystemischer Gedanke, Iterationsschleifen, Lernen aus dem, was man tut, Lernen aus den Prozessschritten, die man gemacht hat, nach innen, nach außen. Und das bezieht sozusagen den anderen Punkt mit ein ständiger Lernprozess. Das ist für uns nochmal ganz deutlich geworden in der Auseinandersetzung, dass auch Strategiearbeit in dieser Art, in dieser Form eigentlich ein ständiger Lernprozess ist. Wenn wir es in wirklich didaktisierter, das sind jetzt hier die Stichworte, geführter Prozessart, geführt vielleicht auch mal ein Stück von außen durch systemische Beraterkolleginnen und Kollegen, aber dann mehr und mehr übergeben in die Steuerung, in die Regie der Organisation selbst, dass es eigentlich ein ständiger Lernprozess ist, wenn man es klug macht. Und da kann die Organisation so viel über sich selbst lernen, also sowohl inhaltlich, wo geht für uns inhaltlich, produktseitig, marktseitig die Reise hin, als auch, wie gehen wir selbst mit dem Thema Strategiearbeit um, wie gehen wir selbst mit dem Strategieprozess um. Auch nochmal systemischer Urgedanke, wir wollen immer wieder die Kompetenz der Organisation, unseres Partners, wenn wir beraten, wenn wir begleiten, erhöhen. Also nicht nur dieses eine Thema lösen, zu dem wir gerade beauftragt sind, sondern etwas wieder sperrig formuliert, vielleicht für manchen, die Selbststeuerungskompetenz des Systems erhöhen. Und dann lässt sich, wenn man das systemisch betreibt, natürlich auch im Tun, im Sinne des Lernens, im Sinne der Iterationen, auch ganz viel in der Organisation verankern, lernen, wie zukünftig mit dem Thema Strategie umgegangen werden kann. Also soll erhöhen die Strategiekompetenz, die Kompetenz bezogen auf den Strategieprozess
in der eigenen Organisation. Also da sind wir wieder auf diesen beiden Ebenen unterwegs, in der Sache für den nächsten Strategieschritt lernen, aber auch, wie wollen wir eigentlich zukünftig Strategiearbeit betreiben und dafür Formate, dafür Rollen, dafür Verantwortungen, dafür Verantwortungsklärungen entwickeln in der Organisation, die die Ressource der Organisation nutzt. Thorsten hat gerade schon über iterative Schleifen gesprochen. Das bezieht sich auch auf den nächsten Punkt. Wir versuchen es nicht als Einzelelemente zu denken. Erst mache ich die Entwicklung und dann ist da irgendwas fertig an Strategie. Und jetzt muss ich ja nur noch das irgendwie ins System implementieren. Das ist auch ein Trugschluss, der sich vielfach gezeigt hat. Wir versuchen es die ganze Zeit zusammen zu denken. Wir arbeiten mit Retropolation. Das sind Ansätze, die erstmal nach vorne gucken aufs Zielbild und dann jetzt aber zurückgehen in, was heißt das für den Punkt jetzt? Welche kleinen Schritte gehe ich, um mich diesem Zielbild zu nähern? Aber laufend auch wieder gucken nach, gibt es Korrekturbedarf? Das sind genau diese kleinen Schleifen, die ich die ganze Zeit tue. Und während ich so auf meinen Prozess gucke, tue ich gleichzeitig beides. Ich entwickle und ich implementiere. Und das macht am allermeisten Sinn, weil es trifft auch genau diese Elemente von mit Piloten arbeiten, schnell scheitern, wenn Dinge irgendwie nicht funktionieren. Also all diese Themen, die wir auch kennen aus moderner Sicht auf Projekte, aus agilen Arbeitsansätzen etc. etc., finden da auch Niederschlag in dieser Art, da drauf zu gucken und das zu denken. Und jetzt hier mal für den Rahmen unsere letzte These, unsere letzte Position. Strategiearbeit, systemische Strategiearbeit ist gekennzeichnet durch das Hybrid aus rational datenbasierten und emotional intuitiven Vorgehen. Auch das ist uns nochmal sehr deutlich geworden. Und ich vermute, ihr könnt euch da dran anschließen. Dieser Strategieprozess, auch wenn er oft so betrieben wird und auch wenn er oft so gekennzeichnet ist oder aufgesetzt ist, ist kein rein rationaler Prozess. Das ist nicht etwas, was man nur auf Kennzahlenbasis betreiben kann oder betreiben sollte. Da findet ganz viel intuitiv statt. Und diese Ebene anzuerkennen, dass das auch immer Personen sind, auch das ist in unserem Buch haben wir nochmal deutlich formuliert, es gibt keine personenneutrale Strategiearbeit, sondern das hat mit den Menschen zu tun, die eine Organisation darstellen. Dass das auch ein intuitiver Prozess ist, was die Menschen über ihre Identität, über die Organisationsart denken und wie sie sie verstehen, das ist mindestens genauso wichtig. Also diesen Teil anzuerkennen und daraus einen Hybrid zu machen und trotzdem beides, also eben sowohl als auch anzuerkennen und zu sehen, macht eigentlich aus unserer Sicht moderne Strategiearbeit aus. Das kann auch heißen, das werden wir gleich in der nächsten Folie sehen, dass man natürlich auch mal wirkliche Inhaltsexperten, Fachexperten einbinden kann, die einem auf der Ebene von Zahlen, Daten, Fakten, von Benchmark-Studien oder Dinge zuliefern kann, Informationen zuliefern kann, die in der Organisation vielleicht in der Dichte und in der Form nicht vorhanden sind. Also den Teil darf es natürlich auch geben, ganz klar, aber eben dann auch anzuerkennen, es ist ein eben zum Teil hochemotional intuitiver Prozess, wo wir mit unserer Organisation hindenken, welches Zukunftsbild wir haben und diese beiden Teile in eine Balance bringen, in ein gutes Zusammenspiel zu bringen und auch zu sehen, da gibt es ganz viele intuitive Einschätzungen, die ganz viel Gehalt haben, die wir einbinden können in so einen Prozess. Nächster Schritt, ja? Dieses Steuerungsmodell, wie wir es mal genannt haben, Metamodell, was auch einige unserer Aspekte aufgreift, die wir mit euch jetzt schon geteilt haben. Also es gibt vielleicht zwei Sachen, die man sehen muss. Einmal die Farbgestaltung, unser ganz klares Votum, was ihr ja, glaube ich, auch jetzt so schon mitgekriegt habt, ist, Organisationsstrategiearbeit gehört in die Organisation, auch dort verantwortet. Es geht nur durch das Unternehmen selbst Strategie zu betreiben, Strategie zu verantworten. Also deswegen auf der einen Seite die Strategieverantwortung liegt bei der Führung bezogen auf, und das hat ja Andrea in der genannten These vorhin auch deutlich gemacht, am Ende ist es die Führung, die Strategie verantwortet, steuert, auch für die Steuerung Verantwortung trägt,
für das Zielbild und Zukunftsbild Verantwortung trägt und am Ende auch Verantwortung trägt. Das heißt nicht, dass sie dazu alles machen muss, aber Verantwortung trägt, diese strategischen Richtungsentscheidungen, auch die Richtungskompetenz, die sie dazu hat, im Alltag zu verankern. Und auch, ich glaube, das ist auch etwas, was wir noch immer ganz häufig erleben, auch dazu kommuniziert. Also wir erleben ja selbst auch gesellschaftlich gerade, wie wichtig eigentlich Kommunikation ist zu den großen Entscheidungen, zu den großen Richtungsbewegungen, die wir machen. Es einfach irgendwo, ich überziehe jetzt nochmal im stillen Kämmerlein zu tun, ist ja das eine. Aber da zu kommunizieren, auch wenn wir uns als Bürger heute betrachten, ist ein ganz entscheidender Faktor. Und das hat auch was damit zu tun, die Dinge im Alltag zu verankern. Das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir auch angesprochen, Strategiekompetenz, Strategiebeteiligung der Strategieakteure. Also auch zu schauen, natürlich können wir nicht immer alle gleichermaßen und gleichzeitig schon gar nicht an solchen Prozessen beteiligen, aber über Beteiligungssysteme, über Beteiligungsstrukturen oder Beteiligungsarchitekturen zu schauen, wie können wir Mitarbeitende, wie können wir auch Stellvertreter für bestimmte Mitarbeitendengruppen, die wir dann Strategieakteure nennen, so beteiligen, dass wir möglichst weit in die Organisation, in die Belegschaft hineinwirken oder auch die Belegschaft hineinwirkt in unseren Strategieprozess. Also mobilisieren, das hatten wir vorhin in dieser einen These, mobilisieren der Strategiekompetenz, des Strategiewissens, was da ist auf der anderen Seite, auf der gegenüberliegenden Seite. Und wir haben das in dem Steuerungsmodell als so einen iterativen Prozess, das kann man jetzt auch erkennen, so angelegt, dass diese beiden Dinge, diese beiden Säulen, die ganz stark in der Organisation verankert sein müssen, diese beiden Akteursgruppen, die in der Organisation verankert sein müssen, zusammenspielen. Deswegen diese Symbolik mit diesem sich drehenden, iterativen Kreislauf. Und wie kann das gelingen? Das seht ihr, da kann man erkennen, diese roten Pfeile, diese roten Zugaben, wenn man so will, die Mobilisierungsschritte. Einmal Regie. Kennt ihr aus unseren systemischen Ansätzen auch für OE, für Kulturentwicklung, regiebasiert. Das heißt, jemanden, das kann eine externe Beratungsbegleitung sein, das können interne Kolleginnen und Kollegen sein, die Prozessregie haben oder aufbauen oder die wir gemeinsam, wenn wir von außen kommen, mit diesen Akteuren aufbauen, die dann Regie führen über diesen Prozess. Also das wäre auch nochmal so eine Antwort auf die Frage vorhin, die im Raum war, wie kann die Iteration entstehen? Das ist in jedem OE-Prozess und in jedem KE-Prozess, Kulturentwicklungsprozess auch so, dass wir uns da natürlich Ideen machen müssen, wie kriegen wir bestimmte Gruppen in diesem Prozess beteiligt. Und daraus können natürlich ganz viele Dialogformate in wiederkehrenden, iterativen Schleifen entstehen. Das ist eigentlich immer die Herausforderung, wenn man Regie führt über solche größeren, auch komplexeren, vielschichtigeren Prozesse. Und da ist so unser Bild, das können wir auch als systemische Berater auch von außen mal reingeben, aber immer mit dem Bild, es soll in der, was wir vorhin auch hatten, es soll in der Organisation verankert sein und die Kompetenz soll mehr und mehr auch intern aufgebaut werden als Regiekompetenz für Strategiearbeit. Und deswegen zweiter Pfeil, jetzt mache ich es etwas flotter. Strategiearbeit heißt immer auch Strategie-Enabling und damit ist gemeint dieser Lernprozess. Also Aufbau des inhaltlichen Wissens, das Schöpfen dieses Wissens, was wir vorhin angesprochen haben, aber auch Enabling bezogen auf Strategiearbeit als solche. Wie können wir interne Ressourcen mit Strategiekompetenz, mit Prozesskompetenz so ausstatten und aufbauen, dass dieser Prozess auch langfristig von der Organisation selbst betrieben werden kann. Und dann ist es ganz klar ein Lernprozess, dann ist es ein dieses Lernen auf diesen zwei Ebenen, wie wir es vorhin angesprochen haben, ein Prozess, was auch die Organisation wirklich befähigen kann, sich mit ihren eigenen Zukunftsausrichtungen, mit ihren Zielbildern, mit ihren, wir haben noch das Bild dabei des Ökosystems, also welche Elemente sind denn da drumherum? Das ist ja nicht die Organisation im leeren Raum, sondern es ist ganz häufig und ganz vielschichtig verknüpft mit anderen Akteuren, sich mit diesem Geflecht an Partnern auseinanderzusetzen. Und das ist ein vielschichtiges Lernen, was da stattfinden kann.
Das haben wir so zusammengestellt als Metasteuerungsmodell, was viele dieser Thesen auch aufgreift und in so einer Grafik auch nochmal verdichten soll. Andrea, gerne Ergänzungen noch. Das kann niemand so gut sagen und erklären wie du, dieses Bild. Ich habe da ganz sicher keine Ergänzung zu. Dann direkt weiter zum Dann löse ich jetzt mal ein, Helsinki. was ich vorhin gesagt habe. Ihr bekommt hier beide Ebenen. Das eine war jetzt gerade die Metaebene und jetzt lege ich daneben noch ein bisschen die operativere Sicht. Und ich sage gleich vorab, an diesem Bild hier haben wir lange gearbeitet und da ist eine ganze Menge auch Ringen drin, weil das behandelt jetzt die Frage, naja, wie soll es denn dann jetzt sein oder wie könnte es denn sein? Strategiearbeit ist ein Feld, was es schon sehr lange gibt. Kommen wir jetzt daher und sagen, ab morgen muss irgendwie alles völlig anders sein? Nein, natürlich nicht. Ihr wisst, dass wir viel mit diesen sowohl als auch Gedanken unterwegs sind und jetzt nochmal daneben gelegt, unsere eigenen Professionen oder unsere eigenen Wurzeln sind halt auch unterschiedliche und darum auch dieses Ringen. Einige wissen vielleicht, meine eigenen Wurzeln sind in der klassischen Unternehmensberatung. Also wir haben sehr wohl aus dieser Perspektive einen Blick, wie wir es schon immer gemacht haben und warum das so gut ist oder gut war. Und wir wollen jetzt ausdrücklich nicht kommen als Königer Mikolaj Falt und sagen, ab morgen muss das alles über den Haufen geworfen werden und jetzt anders gemacht werden. Und in der Praxis hat sich gezeigt, dass mit diesem Bild, was ich euch jetzt gleich einmal kurz erkläre, schon ganz viel operativ getan werden kann und dass es wunderbar funktioniert, auch wenn man jetzt nicht Strategie, Curricula in gehäufter Form jetzt schon besucht hat. Einfach nur dieses Bild zu nehmen, damit zu arbeiten und sich zu fragen, wo stehen wir denn hier gerade? Und wenn wir jetzt mal mit einer kleinen Gruppe da drauf gucken, aus dem Management beispielsweise, was halten wir denn da jetzt für sinnvoll und wie wollen wir uns zukünftig steuern? Und der Blick ist, wie gesagt, diese sechs Foci, systemisch gedacht, heißt sowohl als auch, anstatt entweder oder. Ich fange mal an, Punkt 1. Da steht weniger elitärer Arbeitskreis. Das ist so dieses Strategiearbeit wird im Elfenbeinturm gemacht oder von den schicken, teuren Beratern, die alle von außen kommen. Wir haben vorhin schon gesagt, es wird das auch immer noch geben und ein Stück weit wird es die auch noch brauchen für besondere Themen. Aber wenn ich das jetzt ernst meine mit dem Metamodell von Thorsten von Ehm, dann frage ich mich jetzt, wie kann ich das anders gestalten? Wie kann ich diese Elemente anders einbinden? Das heißt, ich denke mehr nach über intelligente Beteiligung von Schlüsselpersonen. Kleines Beispiel: Wir waren in dem Strategieprozess eines mittelständischen Unternehmens involviert. Die haben Strategiearbeit immer gemacht. Alle 3 Jahre kam einer der Großen. Hat immer 400.000 Euro gekostet. So, die Zeiten haben sich geändert. Das Preisschild war dann auch nicht mehr das, was so wahnsinnig verdaulich war. Die haben sich entschieden, einen anderen Weg zu gehen, haben selber mit ein bisschen Unterstützung von uns ein eigenes Strategieteam gebildet. Die haben sich sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt, neben ihrem Tagesgeschäft. Ja, es war auch immer noch ein hoher Anteil von Menschen aus einem höheren Hierarchieniveau da drin enthalten, aber nicht nur. So das, was es an unserer Zutat noch gebraucht hat am Ende, waren, ich weiß nicht, irgendwas zwischen 15 und 20 Tagen. Und 15 bis 20 Tage kosten ganz sicher keine 400.000 Euro. Und dieses Unternehmen war sehr happy damit zu merken, dass es selber so viel kann aus den eigenen Reihen heraus und das auch kontinuierlich jetzt weiterentwickeln möchte, dieses Erlebnis, diese Erfahrung und viel, viel mehr halt alleine macht. Aber es ist nicht entweder oder, sondern wie gesagt, die Kombination. Punkt 2. Es gibt durchaus Schmerz in Vorständen, dass die sagen, naja, wir wollen doch hier
eigentlich unser ganzes Unternehmen beteiligt wissen, aber die gucken doch eigentlich immer nur zu uns und sagen, ja, wenn die nicht wissen, wie Strategiearbeit geht, woher sollen wir es denn wissen? Also die müssen uns doch sagen, wo der Hase langläuft und dann machen wir ja schon mit. Das ist aber auch nicht mehr die Realität. Also kenne ich mir viele Vorstände, die das wirklich gut finden, sondern die wünschen sich, dass es da auch viel mehr Selbstverantwortung gibt der Bereiche, der Stabsstellen, der was auch immer, wie die organisiert sind. Und die Frage ist dann immer das Wie. Und alle rufen dann sofort nach Verantwortung, aber leider ist das genauso ein Thema wie Kultur. Man kann nicht einfach diesen Knopf drücken und morgen sind dann alle in Selbstverantwortung und ich muss dann auch nichts mehr tun, sondern das ist wieder dieses, was ist im Kühlschrank, wo stehen wir jetzt? Wie können wir Selbstverantwortung stärken? Wie können wir aber auch befähigen, dass die Beteiligten in der Lage sind, das auch zu tun? Also auch das hat wieder ganz viel mit einem echten Dialog zu tun. Und aber auch mit einer Unternehmenskultur, wo ich mich trauen kann zu sagen, sorry, ich weiß nicht, was ihr hier gerade von mir wollt oder wie ich das umsetzen soll. Helft mir mal, ja? Oder wer kann denn hier irgendwie beitragen und wie können wir da miteinander leisten, wenn es eine Kultur ist, wo es darum geht, dass ich meinen Vorgarten möglichst sauber halten muss, weil nur dann mein Bonus sicher fließen wird, wird das nicht funktionieren. Punkt 3, weniger Zahlenfokus und Prognose und dafür mehr integrierte Kulturtransformation. Heißt wieder, wir werden nicht auf Zahlen verzichten können. Es braucht vielleicht genau den super Sonderberater, der genau die Marktsegmente in meinem, keine Ahnung, Automobilsektor so wunderbar mit KPIs erklären und belegen kann und mir genau sagen kann, wo ich stehe, diagnostisch. Dann kaufe ich den halt ein. Dann wird es das auch weiter brauchen. Oder ich muss auch wissen, wo mein Unternehmen steht. Ich muss da auch Controlling-Instrumente nutzen können und dürfen und das auch weiterhin. Aber halt weg von, das ist alles. Ja, Strategie beschreibt mir nur, wachse ich jetzt um 2% oder um 5 oder um 10 und wie kann ich das möglichst kleinteilig messen? Das ist Micromanagement und das ist durchaus eine Entwicklung, die wir sehen in diesem Gefühl, dass Unternehmen merken, die Komplexität steigt, die Unsicherheit steigt und wie kann ich mir da helfen? Ich mache mehr Micromanagement. Funktioniert aber nicht gut, sondern dann den Blick zu werfen auf, ich kann es nur schaffen über Kultur. Komplexe Systeme lassen sich nur über Kultur steuern. Fühlt sich aber halt erstmal blöd an, weil wieder, wo ist der Knopf, ne? Und was muss ich dafür tun? Darum auch das, was ich noch brauche, um sicher schlafen zu können oder um gut schlafen zu können, an Zahlen und so, natürlich alles irgendwie noch mitlaufen lassen und trotzdem aber den Blick auch zu lenken auf, welche Kultur kann ich jetzt hier fördern und positiv verändern, damit wir alle hier gemeinsam auf dieses Ziel in einer guten Form zugehen wollen und jeder da auch leistet, so gut wie er halt kann. Punkt 4, weniger lineare Projektplanung und mehr iteratives Vorgehen in Szenarien. Das haben wir gerade schon genannt. Die Projekte sind heutzutage in den meisten Fällen so groß oder die Themen sind so groß, dass es ein ziemlicher Irrglaube ist, das Ding Wasserfall projektplanmäßig durchsteuern zu können. Da macht man sich wahnsinnig viel Stress und lebt trotzdem in einer großen Welt der Scheingenauigkeit, weil das dauert wenige Wochen, bis die ersten Meilensteine dann irgendwie doch knallen. Und es ist für alle viel entlastender, aber gleichzeitig auch schwierig, das überhaupt erstmal zuzulassen. Zu sagen, okay, unsere großen Meilensteine, die haben wir natürlich, oder unsere großen Ziele, was jetzt hier rauskommen muss, das wissen wir, da sind wir sehr klar darüber. Aber ob es jetzt ein bisschen da lang oder ein bisschen da lang geht, das halten wir zusammen aus. Das Einzige, was wir brauchen, ist eine Vertrauensbasis und einen ganz engen Kontakt zwischen diesen Steuerungsteam, Entscheidern, Beratern oder Projektgruppen im Unternehmen, um immer wieder entscheiden zu können, okay,
was ist jetzt passiert, wo stehen wir jetzt gerade und was müssen wir jetzt tun, um auf dieses Projekt hier, auf diesen Meilenstein einzahlen zu können und da jetzt in die nächste Richtung laufen zu können. Fühlt sich an manchen Stellen immer noch ungewohnt an, für andere Unternehmen schon überhaupt nicht mehr. Aber ich weiß, wie schwierig das erste Mal ist, sowas auszuhalten. Weniger Fachfokus und mehr Regiekompetenz, das wird euch allen überhaupt nicht neu sein, die ihr ISB eure Sozialisierung erfahren habt. Wir legen da immer viel Wert darauf, zu fragen, wie sind denn hier die Drehbücher, wie sind denn hier die Bühnen, wie läuft denn das hier alles zusammen und warum wird das voraussichtlich in der Richtung funktionieren und in der aber nicht. Das hat viel weniger dieses Element von, ja, ich bin hier der Experte und nur ich weiß, wo es lang geht und alle mir nach. Da ist dieser Blick mit Regiekompetenz, ist da einfach ein viel größerer, auch dazu hat Thorsten eben schon viel gesagt mit dem Metamodell. So, und den letzten Punkt, den hatten wir auch schon auf der ersten Folie benannt, weniger diese periodische Intervention. Wir machen jetzt einen Strategieprozess, alle 3 Jahre 400.000 Euro, kein Stein liegt mehr auf dem anderen. Wie das Ganze dann implementiert wird, mal gucken. Aber 3 Jahre später fangen wir wieder von vorne an. Es ist teuer, es stresst die Organisation ohne Ende. Wenn man mehr als 2 oder 3 Mal sowas erlebt hat, dann glaubt man als Mitarbeitender da sowieso nicht mehr dran. Dann ist es mehr so dieses, oh, mal gucken, welche neue Sau denn dieses Mal durchs Dorf getrieben wird. Also viel mehr diesen Blick lenken auf. Wir wollen hier als Unternehmen am Markt bestehen. Wir wollen hier unseren Daseinszweck auch weiter noch haben und spüren und auch in Geschäftsentwicklung sehen. Und darum lasst uns da alle gemeinsam täglich hinschauen und täglich gucken, wie ich in diesen kleinen Iterationen auf dieses Zielbild, was uns alle vereint, hinarbeiten kann, anstatt jetzt alle 3 Jahre uns zu wundern, was denn jetzt an neuer großartiger Strategie bei rausgekommen ist. So, und das ist die Einladung, dieses Schaubild zu nehmen und einfach sich selbst in seinem Unternehmen mit seinen Prozessen, mit seinen Strategiethemen daran spiegeln zu können, mit der Frage, und wie machen wir es denn gerade oder wie ist unser Erleben derzeit und sind wir damit fein, dann ist alles gut. Oder wünschen wir uns ein bisschen was anderes, dann könnte man sich hier halt verorten und zusammen entscheiden, wovon hätten wir denn gerne ein bisschen weniger und was bräuchte es denn stattdessen ein bisschen mehr an der einen oder anderen Stelle. Punkt. Vielleicht noch eine gar nicht eine Ergänzung, eher nochmal an Highlighten von dem, was du gesagt hast, Andrea. Einmal, wie es dir ja diese Perspektivmodelle, jetzt ist es diesmal, sind es keine Scheinwerfer, sondern ist es eher so eine Wolke, sind immer so gedacht, da muss auch jetzt nicht alles gleichermaßen für euch bedeutsam sein, sondern da kann man auch mal die zwei ganz wesentlichen, für euch jetzt wichtigen rausgreifen und damit wieder den nächsten Schritt gehen, also so auch als Auswahl, als Perspektivmodell gedacht. Und das Zweite hast du angesprochen, Andrea, in der ursprünglichen Version stand da mal von elitärem Arbeitskreis zu intelligenter Beteiligung. Und da haben wir gemerkt, das ist eigentlich zu streng, so wollen wir es gar nicht formulieren, sondern es ist nicht entweder oder, es ist mehr dieses sowohl als auch und dann in dem Maß, wie es eben für eure Organisation, für euren Kontext, für euren Kunden gut ist. Und natürlich deuten wir damit eine Bewegung an, die uns wichtig scheint für eine Strategiearbeit, die betrieben ist mit systemischen Ideen oder systemischen Haltungen. Das wollte ich einfach nochmal stark machen, dass genau das damit gemeint ist, auch für euch das gute, passende Maß, das mit gutem Augenmaß Entscheidbare auch rauszuwählen. Und es gibt nicht ein richtig und ein falsch. Das ist vielleicht auch noch mal als letzten Punkt wichtig daneben zu legen. Es hat es wahrscheinlich noch niemals gegeben, aber insbesondere, ich bin jetzt wieder bei VUCA, gibt es das jetzt nicht mehr, diese eine richtige Strategie. Also wenn ich in einer bestimmten Branche bin und da gibt es andere Player, die neben mir in dieser Branche sind, es ist völlig vermessen zu glauben, wir alle hätten jetzt die gleiche Strategie nötig, weil der Markt ist ja so oder so. Das stimmt so einfach nicht.
Also es gibt nicht die eine richtige Strategie und damit auch nicht den einen richtigen Weg und auch nicht das eine richtige Set an Elementen aus dieser Wolke, sondern es hat ganz viel damit zu tun, wo euer Unternehmen steht, wie die Identität des Unternehmens ist, wie komfortabel oder wenig komfortabel die Situation gerade ist, welche Kulturartefakte ihr habt, um dann für euch selber diesen individuellen Mix zu basteln, der euch zu diesem Zielbild bringt. Auch in 5 Jahren gibt es uns hier noch und in 10 möglichst auch. Dann würden wir euch jetzt in die Gruppen überführen und zeigen euch vorher noch unsere Fragen. Die stelle ich auch gleich in den Chat. Die erstmal als viel daherkommen, aber ihr könnt euch, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, auch die rausgreifen, die euch interessieren, mit denen ihr mit den Kolleginnen in den Kontakt, in den Austausch gehen wollt. Ich lese mal vor, was habe ich gehört und verstanden? Welche Resonanzen, da waren wir schon gerade, löst das Gehörte bei mir aus? Faszination, Irritation, Fragezeichen, weitere Erkundungsbewegungen können das sein. Welche Berührungspunkte, persönlichen Erfahrungen habe ich mit Strategiearbeit? Wie funktioniert Strategiearbeit in unserem Unternehmen oder bei meinen Kunden? Was läuft gut? Was lief gut? Was schlecht? Welche Lernerfahrungen nutzen wir daraus? Was sollte bei einem nächsten Mal unbedingt anders laufen? Was sehe ich an konkreten Bedarfen bei mir, in unserem Unternehmen, am Markt, bei meinen Kunden, in der Welt insgesamt? Und was sind meine eigenen Fragen zu systemischer Strategiearbeit? Also eine ganze Reihe Fragen, die euch anregen sollen, mit den Kolleginnen in den Dialog zu gehen. Thank you.